Hallo, da bin ich wieder. Wir sind in Lemuria und ich habe was gewonnen. Und zwar die Beschwörung Eclipse. Die werdet ihr noch früh genug sehen. Aber jetzt erstmal hier. Oh. Göttin. Goodness, Entschuldigung. Meine Güte ist es. Felix, schau dir das an. Dieser Palast ist unglaublich. Das tun wir natürlich. Können wir gehen? Nein, okay. Dann gehen wir halt. Dieser Platz ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Wer ist da? Ich habe euch noch nie in Lemuria zuvor gesehen. Warte einen Moment. Das müssen die Leute sein, die mit Pierce angekommen sind. Ist dein Name Felix? Pierce? Meinst du Pierce den Verlorenen? Habe ich diesen Titel in meiner Abwesenheit geerbt? Nun, sorgt euch nicht. Pierce ist jetzt da. Ich möchte King Hydros sprechen und seine Hoheit über mein Zurückkehren informieren. Es wurde ihm ausgerichtet, aber ich weiß nicht, ob es den König wirklich erreicht hat. Was meint ihr? Lord Conservato. Was ist denn das für ein beschissener Name, Alter? Trifft sich mit seiner Hoheit, als während wir sprechen noch. Nicht Conservato. Was ist hier los, Pierce? Du scheinst nicht von diesem Namen erfreut zu werden. Crane. Was denkst du, wo du Lemuria jetzt gesehen hast? Es ist eine unglaubliche Stadt, oder meinst du das Schloss? Beides ist unglaublich. Und du, Felix, stimmst du zu? Ich würde es am liebsten Nein klicken, aber ich glaube, dann ist Aaron beleidigt. Hey, Pierce. Jeder Neuankömmling unserer Stadt würde zweifelsohne das Gleiche fühlen. Okay, gut, dann ist das Pierce, der da sagt. Egal. In den vergangenen Zeiten war Lemuria viel schöner, viel größer und viel lebendiger. Seine Hoheit, der König, hat mir von den vergangenen Tagen von meiner Geburt erzählt. Über diese vielen Jahre haben unser Volk sämtlichen Antrieb verloren. Lemuria ist in eine langsam Verfall geraten. Diese Stadt hat komplett ihren Lebenswillen verloren. Lemuria, wie ihr es jetzt seht, ist nur ein Schatten der Legende. Wenn ich nur die Stadt in seiner ganzen Pracht sehen könnte, aber was ist Conservato? Was spielt Conservato da für eine Figur? Für eine Rolle? König Hydros glaubt, dass unser Fortbestehen irgendwie mit der Alchemie verbunden ist. Alchemie? König Hydros möchte einen Weg finden, um den Zerfall Lemurias zu stoppen. Sekunde, bitte. Es war doch ein bisschen dunkel hier. Deswegen muss man das Licht anschalten. Wenn es irgendetwas gäbe, das helfen würde, würden wir es tun. Aber die Senatoren wollen nicht in Aktion treten. Sie sind stur und sie fürchten jede Art von Wechsel, von Veränderung. Der Senat, was ist der Senat?
Der Senat ist eine Gruppe von Leuten, die älteren Leuten, den Ältesten, glaube ich, of Elders, ja, von den Ältesten, welche die Politik in Lemurias formen. Also eine konstitutionelle Monarchie. Conservatus, der höchste Senat. Der Senat ist normalerweise gegen jede neue Idee. Oder cancelt sie, bevor sie eigentlich eingebracht wird. Die Nachricht von unserem Kommen wird den König nie erreichen, solange Conservatum mit dem Spiel ist. Und seine Unterhaltungen mit dem König sind unglaublich lang. Wir müssen hier warten. Wir haben keine Ahnung. Warum schaut sich ein bisschen Lemuria um? Ja, tun wir es doch. Und das erste, was wir tun werden, ist ins rechte Haus hier zu gehen. Oder ins linke. Eins von beiden war es. Es war das linke. Sehr gut, denn da ist Pierce zu Hause. Und das ist sein Onkel. Seid ihr diejenigen, die mit Pierce kamen? Ja. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, mich zu besuchen, mein neuer Onkel. Pierce, du bist am Leben? Ja, ich habe es geschafft, zu überleben, obwohl viele Prüfungen mir im Weg standen. Ja. Was für ein unglaublicher Zufall. Wir sind über Pierce' Onkel gestolpert. Ich muss euch dafür danken, dass ihr auf meinen Neffen aufgepasst habt. Ja, kein Problem. Das ist Felix und Crane, sie sind meine Freunde und sie haben mich unglaublich versorgt. Okay. Wenn nur meine Schwester das hören könnte, dass ihr kleiner Pierce ein unglaublich mächtiger Krieger geworden ist. Ja, das zeigt ja schon, was mit seiner Mutter passiert ist. Genau, seine Mutter ist tot. Wo ist denn meine Mutter? Wir sind so beschäftigt, seitdem wir hier angekommen sind, dass ich keine Chance hatte, sie zu sehen. Ja. Ich meine, das kann sich ja denken, als er das gesagt hat. Seine Mutter ist natürlich tot. Jetzt, wo ich daran denke, das sieht ja aus wie ein Schweinestall. Was ist denn passiert? Mutter ist doch immer so reinlich. Nein. Sie ist doch nicht schon wieder krank geworden, oder? Es gibt noch Krankheit in Lemuria? Meine Mutter wurde mit einem schwachen Herzen geboren. Pierce, tut mir leid, aber du kommst zu spät zurück. Nach dem Tsunami, der dich zur See, auf die See hinausgetragen hat, ist deine Mutter plötzlich krank geworden. Der Schock, dass du gegangen bist, war zu viel für armes Herz. Sie hat auf dein sicheres Zurückkommen gehofft, bis zum allerletzten. Vielleicht gab sich deine Mutter ja selbst auf, um dein Überleben zu sichern. Hört sich das nicht irgendwie nach deiner Mutter an? Wo ist sie jetzt? Sie ruht nun in der Erde. Du kannst die Grabsteine nach ihr absuchen, wirst sie finden. Ja. Was sollen wir tun, Felix? Sollen wir Pierce folgen? Nein, es hätte eh keinen Sinn. Das Recht, Pierce braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit für sich alleine. Dass wir jetzt mit dem Kerl reden, der hat nichts für Scheiße erzählt. Sehr gut. Wartet. Ich bitte euch, lasst Pierce jetzt erstmal alleine. Jetzt, da er mit dem Verlust seiner Mutter kämpft, auch
braucht etwas Zeit. Verdammt, jetzt hab ich's ja gedrückt, tut mir leid. Ich dachte, es wäre vorbei. Ich habe mir das gedacht. Piers hatte recht, euch hierher zu bringen. Ich glaube, es war irgendwas mit Alchemie. Piers hat mir das Geheimnis erzählt. Die Mission, die ihm bei seiner Hoheit übertragen wurde. Hätte der Tsunami ihn nicht weggetragen, hätte er uns trotzdem verlassen. Das war sein Schicksal. Ihr seht es verwirrt aus. Hat Piers euch nicht etwas darüber erzählt? Doch, doch, doch. Er hat uns schon darauf hingewiesen, dass er einen Auftrag hat. Also klick ich mal ja. Natürlich. Er muss euch sehr vertraut haben. Wenn Conservatu ihn nicht behindert hätte, dann wäre er schon früher gegangen. Ich frage mich, was für Neuigkeiten Piers mit sich führt. Aber ich weiß, warum er euch hergebracht hat. Felix, erzähl mir nicht, dass er euch nicht mehr das erzählt hat. Doch, eigentlich schon, das hat er uns nicht erzählt. Hä, habe ich jetzt hier angeklickt? Er hat doch gesagt, hat er es dir nicht erzählt? Okay, wir sehen verwirrt aus. Okay, er weiß auch nicht viel mehr. Ja, sehr gut. Wir sollen ihn zu Lumpa bringen. Lumpa kennen wir auch. Okay, das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen einfach nur zu Lumpas Haus. Lumpa war ja ein Ort in Golden Sun 1, benannt nach seinem Gründer, dem Vater von Donpa und Udonpa. Ja, wir sollten jetzt zu Lumpas Haus gehen. Und das ist hier gleich rechts. Wie praktisch. Hier, genau. Ja. Das ist er. Ihr kommt hier nicht rein. Die Tür ist kaputt. Richtig. Ich habe ein Fenster genau über der Tür geöffnet. Es tut mir leid, aber müsst ihr wohl hochklettern. Na natürlich, das war ja kein Problem. So, und hier bin ich jetzt verzweifelt. Ich wusste nicht, wo ich hier lang muss. Aber muss hier einfach runter. So, und das ist Lumpa. Um ehrlich zu sein, bin ich sehr überrascht, dass jemand so derartig über die Welt reisen kann. In dieser Zeit. Sagt mal, ist Piers nicht bei euch? Warum denn nicht? Seine Mutter ist gestorben und er ist ihr Grab besuchen gegangen. Natürlich, seine Mutter. Er hat sie unglaublich geliebt. Ein schrecklicher Verlust. Es muss sehr, sehr hart für ihn sein. Ich möchte bei ihm speichern, nicht, dass ich die ganzen Dialoge nochmal nachtragen muss. Nun, Piers ist vielleicht nicht hier, aber wir müssen noch etwas bereden. Ja, wir brechen das Siegel der Alchemie, wir haben es vor. Ah, Piers hat es ziemlich gut gemacht, euch zu finden. So, und jetzt kommt's. Denn die Lemurianer haben genau denselben Plan wie wir. Genauso wie die Leute aus dem nördlichen Feuerclan. Sie wollen, dass wir alle Leuchttürme entzünden, um das Siegel der Alchemie zu brechen. Genau, und das war genau die Mission, die der König Piers aufgetragen hat. So, ihr habt eigentlich nichts mit Alchemie am Hut. Nein, wir sind Adepten. Unsere Eltern wurden vom Feuerclan entführt und sind jetzt weit, weit im Norden. Nein. Die Eltern sind tot. Das ist es. Die Eltern sind tatsächlich tot. Aber wir wissen ja schon von Isaac,
dass seine Eltern tot sind und die von Jenna und Felix sind auch tot. Vater und Mutter halt. Von Felix ist er von... Entschuldigung, Isaac ist ja nur Vater gestorben. Wir zünden eigentlich nur die Leuchttürme an, um ihre Freiheit zu erwirken. Das ist nicht wahr. Ich frage mich ja, wo er das weiß. König Hydros hat mir ja schon gesagt, dass Venus und Merkur bereits wieder entzündet wurden. Wart ihr das? Das waren wir. Um ehrlich zu sein, weiß ich nichts über den nördlichen Feuerclan. Ja, die haben auch, sagen wir mal, ein gesundes Interesse daran, dass die angezündet werden, denn, ne? Das werdet ihr dann sehen. Aber es geht ums nackte Überleben, sag ich mal. Aber das erklärt nicht, warum ihr hier dabei seid, Sir. Ihr seid sicher nicht, ja. Was sind eure Ziele? Crayden hat uns, ist uns beigetreten, weil Lord Barbie es ihm befohlen hat. Barbie? Der einzige Mann, den ich kenne, der Barbie heißt, ist... Aber kann das sein? Master Lupa. Der Barbie, von dem wir sprechen, ist derselbe Mann, den ihr vor langer, langer Zeit kanntet. Also... Lebt er immer noch in dieser Welt da draußen? Ja, nein, tut er nicht. Nun, das stimmt nicht ganz. Was stimmt nicht ganz? Du hast ein sehr, sehr, sehr besonderes Geschick darin, Wörter im Mund umzudrehen. Er lebte bis, nun ja, vor kurzem. Also, ist Barbie gestorben? Aber erst kürzlich, hast du gesagt? Als er sein Lebenselixier endgültig aufgebraucht hatte, begann sein Geist zu schwinden. Dann kenne ich niemanden mehr außerhalb der Welt. Das ist nicht wahr! Lunpa ist ja der Vater von Donpa und der Großvater von Dodonpa. Ich wette, es gibt zumindest eine Person in der Welt, die du kennst. Ja, dein Sohn, Mann, Donpa. Wer ist, wäre das? Es gibt da eine Stadt im Norden Angaras, die Lunpa heißt. Ein Mann namens Donpa lebt dort. Er hat also das Village, dieses Dorf gegründet und Donpa? Er ist mein Sohn? Und jetzt herrscht dein Sohn Dodonpa über dieses Dorf. Was? Herrscht? Herrscht hört sich nicht gut an. Aber das trifft genau zu. Dodonpa ist ein böser Dieb. Und er hat viel Ärger in Angara verursacht. Ja, ja, als er Hamid entführt hat, der alte Sack. Im letzten Teil. Angucken, wenn ihr das nicht kennt. Unbedingt angucken, letzten Teil. Also... Parts 1 bis 11 oder was ist? Was ist aus meinem Sohn geworden? Wie konnte er sowas zulassen? Sag mal, Meister Lumpa, habt ihr keine Ahnung, wie alt Donpa, ist? Er ist so alt wie ich, ein alter Mann. Wahrscheinlich noch älter. Ja, Sekunde, ich muss hier mal kurz eine Pause machen. Ich habe nämlich sehr, sehr Durst und muss mir ganz dringend was zu trinken holen, sonst kipp ich um. Wenn dich das so aufregt, warum weißt du dann Dodonpa nicht gleich in die Schranken? Wenn ich das so könnte. Definitiv nicht. Wir sind nicht nur hier, um hier Postbote zu spielen. Ja, Entschuldigung, wir sind abgedriftet. Wir haben viel zu bereden. Ja, noch mehr nämlich. Aber bevor wir anfangen, da muss ich noch was sagen. Nö, Felix. Nee, Quatsch. Er muss sprechen, ja gut. Ich habe das mit bis jetzt noch keinem außer Felix beredet, aber
Ich bin aus meinem eigenen Grund auf dieser Reise. Ja, jetzt finden wir endlich heraus, warum Crane dabei ist. Was meinst du eigentlich? Ich habe meine eigenen Gründe, warum ich darauf warte, dass die Leuchttürme wieder entzündet werden. Was erzählst du uns jetzt? Ich habe das Gefühl, diese Suche ist eng mit Lemuria verankert. Ich fand es seltsam, dass Lord Barbie mich losschickt, um Alchemie zu studieren. Hey, einen Moment mal. Ist das, was du uns erzählen wolltest, sobald wir Lemuria erreichen? Ja. Darf ich fortfahren? Vor langer Zeit, bevor Alchemie versiegelt wurde, gab es sehr viele Zivilisationen, die genauso fortgeschritten waren wie die Lemurianer. Aber als die Alchemie versiegelt wurde, gingen die meisten dieser Zivilisationen unter. Eigentlich verschwanden sie. Ich habe nun eine Theorie, dass das mit dem Siegel der Alchemie zu tun hat. Ja, offensichtlich, ne? Und wenn ich das richtig verstehe, das hast du uns nicht erzählen können, bis wir in Lemuria waren? Entschuldigung, eine Sekunde. Ach, verdammt. Mist, ich muss immer zurückrübsen. Zu viel. Wasser, Mist. Ach. Und du gabst nur noch Lemuria, um deine Theorie zu testen. Verdammt. Scheiße. Aber wenn das richtig ist, was heißt das alles? Wenn das richtig ist, dann wird die Welt selbst verlöschen. Oder, Crane? Und das ist richtig. Die Welt wird ohne die Alchemie komplett untergehen. Wenn man am Anfang, als wir die Wahl hatten, ob wir die Quest annehmen oder nicht, mit Isaac noch Nein gedrückt hätten, dann wäre es zum Paradoxon gekommen, weil dann wären wir niemals so weit gekommen. Dann wäre das alles nicht so geschehen, wie es sich ereignet hat. Und dann kommt der Satz, und so ging Wayard langsam dem Untergang entgegen und niemand konnte etwas dagegen tun. Also die Welt wird untergehen, wenn wir die Leuchttürme nicht entzünden, aber sie wird wahrscheinlich auch untergehen, wenn wir sie entzünden. Tja. So, also gut, weiter geht's. Pierce hat noch nie mit dir darüber gesprochen, oder? Wenn ihr diese Theorie alleine aufgestellt habt, dann seid ihr in der Tat ein weiser Mann. Es wäre gut, wenn wir euch vertrauen würden. Was meint ihr? König Guldros und ich, genauso wie die anderen Lemurianer, glauben dasselbe wie du, Crane. Tut ihr? Ja, sie profitieren, also die Zivilisation profitieren davon, wenn sie auf dem Wissen der Vorzeit aufbauen. Wissen, das in einer Generation angehäuft wurde, kann zur nächsten weitergegeben werden. Dieses Wissen und das Lernen nimmt immer weiter zu. Das ist der natürliche Weg der Zivilisation. Wo ist denn die Welt heute? Die großen alten Zivilisationen sind alle verschwunden. Wir sind alle isoliert und alleine. Ihr habt sehr viele Kulturen während eurer Reise getroffen. Wäre aber nur eine davon fähig, derart große Heiligtümer und Leuchttürme zu bauen? Nein. Das waren alles andere. Das waren die alten Clans. Nein, das wären sie nicht.
Ich denke, das Beste ist, wenn ihr das direkt von König Hydros hört. Wir sollten nun den König sprechen. Aber König Hydros unterhält sich mit Lord Conservator. Wir wurden nicht hineingelassen. Bam, Conservator, dieser blöde Mister. Ja, er weigert sich, das, was direkt vor ihm liegt, zu sehen. Ich werde mich mit dem König treffen und eine, egal. Wir sollen einfach mitkommen. Zack, verdammt, die Tür ist noch nicht offen. Ah, oh, du dumme Tür, und... Ah, bam! Jetzt ist es offen. Naja, jetzt ist wenigstens offen. Aber was hast du vorgemacht? Zur Königshalle. Lunta sollte genauso alt sein wie Lord Barbie, aber er hat viel mehr Energie. Er hat Feuer in sich. Ich wünschte, ich hätte noch mehr über Lord Barbie erfahren. Aber Felix, lass uns gehen. Ja, ja. Hier gibt es auch Dinge zu holen, allerdings sind die alle nicht so gut. Die sind alle nur Glücksmedaillen und Scheiß. Da, 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 da. Oh. Aber ich kann mal heilen eigentlich. So, sehr gut. Hier nochmal speichern, denn das wird noch ein längerer Dialog. Seid ihr Lord Felix? Ja, natürlich sind wir Lord Felix. Also ab geht's hier. Und das ist König Hydros, der Mann mit dem komischen Kopfschmuck. Aber hier ein Cliffhanger. Bis gleich.